Herzlich willkommen hier zur Wartungsfolge hier in Thüringen. Wir werden jetzt den Drescher leer fahren und dann werden wir gleich mal unseren Sägerät auffüllen. So. Ich hoffe, ihr hört die Klimaanlage nicht. Und wenn, muss ich das ausschalten. Die ist ein bisschen laut, ist auch nicht im selben Raum, also mehr Flur, sonst wird es gar nicht gehen. Aber schauen wir mal, ne? Ja, ich habe die erste Ladung Sonnenblumen bereits im Globalmarkt drin. Ein Kurs ist noch nicht eingefahren. Mal schauen, ob wir das schaffen. Nächstes muss ein Dings aufgefüllt werden, unsere Sämaschine. Mit Weizen, glaube ich. Und dann geht's weiter. So. Gehen wir rüber zum. Ja, links. Oder will ich Kalk? Na, dann haben wir zu tun, ne? Können wir noch Kalk streuen. Der muss aufgefüllt werden, dann muss ich wohl diese da. Dann hat der den Weg blockiert, das ist ungünstig, ne? Wir fahren jetzt Richtung Feld 60 und füllen mal den anderen auf. Und richtig rum. Jo. Hab das nicht so mit links und rechts fahren, ne? So, schauen wir mal, wo er steht. Na gut, das war eh klar, dass er hier nicht alle schafft. Ist ein bisschen größer wie die anderen Felder, aber gut. Dürfte jetzt einmal reichen. Das Überladerrohr ausfahren und dann gehen wir gleich mal rein und einklappen dran. Und kurz entlassen. Und einklappen. Und öffnen. Nur dass ich meckere, dass kein Motor läuft, weil Hydraulik läuft da über den Motor, ne? Beziehungsweise machen wir erst Dünger. So, Dünger. Dann machen wir Saatgut, kann man ändern auf X und dann geht das schon, ne? Super Gerät, kann ich nur empfehlen. Anderburger gibt es im Modhub. Dann ganz kurz dahinter fahren. Und dann kann er weiterarbeiten. Da mal ein Stückchen zurück. Mitkriegt hier alles. Und klappt mal ein. Dann mein Kurs wieder passenden Wegpunkt, da passt. Und dann. Einstellen. Huch, meine Beine weg. Den fahren wir mal am Straßenrand hin. Oh, meine grüne Matte ist nicht auf.
So, wieder da. Komm, jemand wieder da. Haben wir die Klimaanlage ausgemacht, das ist so laut. Sehr extrem. Ja, in der Mietwohnung wird ja sonst ein anderes Gerät anschaffen. Also im Prinzip aus, die Kühleinheit und innen drinne. Der Quatsch, der die Wärme gibt und drinne, der Prinzip die. Aber in der Mietwohnung ist das nicht so. Da geht das nicht so. Dann kann er weiterarbeiten und wir müssen hier mal gucken. Fertig, 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 fertig. Hier ist kein Aura-Punkt angebaut. Hier übrigens auch nicht. Stau. Mal Platz machen, ne? Es wird so langsam schummrig hier. Aber die Sonne müssen noch rein. Wir müssen noch in die. Die Aussaat kann ich auch morgen machen. Das Dunkel wird nicht gearbeitet. Weil auch noch Kalk drauf muss, ne? Hier mal gleich mal gucken. Wir haben den Kurs ja schon fertig gefahren. Das heißt. WLAN. Gülle. Gülle WLAN Hof 3. Gülle. Entlern BGH Hof 3. Gülle. Wo ist Gülle? Da ist Gülle. Machen wir den Deckel auf und dann probieren wir aus, ne? Gut, erste Runde lassen wir fahren. Wie werden wir dessen mal gucken in der Sonnenblume? 66%. Wir fahren mal ein Stückchen mit und dann steigen wir dann aus vorne aus, wo wir den anderen Traktor haben mit den Sonnenblumenpumpen Feld Nummer 60. Strom haben wir auch noch ein bisschen. Naja, ach, zumindest was hier draußen liegt, ne? Muss rein. So, hier springen wir aus. Ja, mutig. Und deswegen habe ich ja hier. Es ist aber all ungünstig, wenn da mal lang fährt, ne? So, die fahren wir gleich mal in den globalen Markt rein. Ich dachte, der Motor startet später, aber das war der andere Traktor. Dann müssen wir mal auch wegfahren wieder, aber jojo, viel Arbeit. Hätte auch Hof, Feld Nummer 12 allein machen können, also mit Autoreif. Da hätte ich Zeit gehabt. Ah ja, mal der Morgen, was zu tun haben, ne? Hingeben. Geht mal hier rein. Sonnenblumen müsste eigentlich viel Geld bringen. Wo ist der gerade? Da oben, ne? Dann können wir den gleich mal leer machen. Sonnenblumen bei 80%. 85%. Können wir mit zwei Traktoren abfahren. Ups. Viel Terraforming hier. Dann können wir gleich mal, oder so langsam. Wird ja gewusst. So, kann er gleich mal leer machen. Zu weit weg. Wäre mit Augenreif nicht passieren.
Gut, der ist mal okay. Dann werden wir gleich mal gucken. Dass wir hier den LKW schnappen. Nochmal einmal Gülle mitnehmen. Der Originalwagen, ja. Oh. Das will ich jetzt wissen. Müsste eigentlich einladen normalerweise, aber macht das nicht. Bekehrten Modus vielleicht. Abholen, abliefern. Fahre. So ein bisschen. Na gut. Ob das so klappt. Ich meine, gut, der macht doch lieber Mist, ne? So, hier wird es schwierig, weil hier mit zwei Trecker sind. Und zwar einmal für Stallnummer, was ich. Wir haben ja zwei Ställe hier und der eine ist für den anderen, der andere für den anderen Stall. Die genau die noch heißen, weiß ich nicht mehr genau. Aber jedenfalls, wir haben ja unser Jungtier drinne. Müssen wir wieder Kälber umstallen, dann müssen wir auch noch machen. Das wäre so ideal morgen. Wenn die Feldarbeiten her, ja auch kalken, das dauert ja ein bisschen, ne? Haben wir die Gülle erstmal hin, dann stellen wir den Wagen ab, den Anhänger und nehmen wir uns den Mistanhänger und fahren Mist immer hin. Ich glaube, der Gülltransport klappt nicht, sowieso klappen soll. Glaube ich jedenfalls. Glaube es nicht wissen. Sehe keine. Wir kippen unseren Mist mal ab. Unsere Gülle. Und dann sehen wir weiter. Repariert werden. Ja, da haben wir gut geschafft. Die Ernte ist auch fast durch. Sobald Feld 60 bestellt ist nachher, komplett, dann können wir auch unsere, ja, bei 20 Uhr ist Nachtruhe beginnen. Ansonsten nochmal Kalkfahrer fahren lassen. Den Güllewagen stellen wir jetzt unter Stand in der Garage. Der müsste eigentlich klappen normalerweise, aber der klappt auch nicht. Der belädt nicht, das ist das Problem. Muss ich mal kundig machen, wie es funktioniert. Hat ja auch geklappt beim. Na, sag schon. Bei der Ernte. Ist ja unser Stroh. Da muss man. Ja, gut, da könnte auch stehen bleiben. Können wir gleich links fahren in die. Das war alles drin gewesen in den. Eine Einballenpresse, ich denke, mach mal leer oder verkauf die mal, ne? Und dann war plötzlich vier Ballen da. Auch nicht schlecht.
Den muss ich noch waschen und reparieren und dann bei Gelegenheit auch wieder dahinstellen in der Halle. Also Kartenwechsel kommt für mich nicht nur in Frage, wenn wir entsprechend die, also ein Jahr, denk mal, wenn wir noch spielen. Denn wir haben uns ja nur die Mühe gemacht und alles bestellt. Und wäre ja ganz blöd, wenn wir jetzt hier das verschenken würden, ne? Die Aussaat, die Arbeit. Und wie lange eine Karte dauert, ja, dauert halt lange, ne? Kann man vorher keiner sagen. Muss ja auch alles ordentlich gemacht werden. Geht ja nicht von alleine. So, den Rest muss noch rein. Katsch, katsch. Das warten wir noch ein bisschen ab. Und dann trinkt man ein Stück Cappuccino. Das ist ja schon drei durch. Kaffeezeit. Ja, man kriegt den Schluck. Fall mir nicht um, du. Die Sauerei wollte ich haben hier. Gut, dann haben wir ein bisschen Luft, ne? Muss man das Förderband besser rausfahren? Das ist besser. Machen wir gleich. So wieder fest wird, ne? Scheiß. So. Motor starten, ne? Sagt er immer, ne? Dann liegt er ein bisschen auf, Rückwärtsfälle. So. Hier mehr können wir nicht zurück, du. Na, haben wir Glück gehabt. So, zu früh gefreut. Dann nutzt auch nichts, wir fahren bis mal weg. So. Oh, Überlänge. So, tschüss, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal tschüss und ciao, ciao und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.